Sendung aus Mexiko. Heute ist der zweite Tag unserer Mex Hot Rundreise und wir haben unser Auto bekommen. Da ist es und ja, so sieht's aus. Ist ein cooler Dacia Duster, oder mittlerweile scheinbar hat Renault Dacia gekauft. Wussten wir auch nicht, ein Renault Duster. Und wir waren gerade erstmal erste Einkäufe für unseren Trip tätigen. Wasser. Einmal eine ganze Palette und noch ein paar neue Flipflops, weil ich habe mir welche in Deutschland gekauft. Die waren eigentlich, oder sahen hochwertig aus, sind jetzt aber so abgelatscht. Also ist schon wieder neue. Ja, jetzt packen wir gleich unsere Sachen, werfen sie ins Auto. Und dann geht's los. Parken 70 Peso bezahlt. Das sind ungefähr 3,50. Und genau, jetzt werden wir uns mal das ansehen. Ja, aber als Tipp, das haben wir nur zu spät mitbekommen und realisiert. Ich glaube, auf der anderen Straßenseite hätte man günstiger oder umsonst parken können. Also vielleicht mal ausprobieren. Wir waren leider schon in der Einfahrt drin. Egal. Wir sind jetzt auf dem Gelände vor den Ruinen und oh, ist echt schon sehr touristisch auf jeden Fall. Aber man muss sagen, die Leute, die hier arbeiten und da was andrehen wollen, die sind immer noch total freundlich. Oder? Ja. Da kommen zwar viele an, aber irgendwie so auf eine... ja, nette Art immer noch. Das ist nicht so bedrängt wie in vielen anderen Ländern. Jetzt müssen wir, glaube ich, 400 Meter gehen, dann können wir die Tickets kaufen, so haben wir gerade gefragt. Das kostet 70, glaube ich, ne? Ja, so. Ja, steht zumindest hier auf der Map. Und dann geht's ab. Als Tipp können wir euch auf jeden Fall jetzt schon geben, wenn ihr könnt, fahrt früh hin, weil uns kommen so viele Touristen oder Menschen entgegen, einfach die jetzt gehen. Es kommen echt nur noch wenige. Es ist gerade volle Mittagszeit und die Sonne ist am Scheppern. Und ja, wir hatten auch im Internet gelesen, man sollte früh kommen, aber da wir das Auto heute Morgen ja erst bekommen haben, war es nicht möglich, irgendwie jetzt schon 6, 7 Uhr oder so aufzubrechen. Aber das war so als Tipp am Rande. Wir haben hier oben jetzt auch eine richtig große Echse entdeckt. Die knabbert gerade vor sich hin. Schaut mal, wir sind jetzt hier oben am Meer angekommen und das Wasser, das sieht wirklich so aus, wie es auf der Kamera aussieht. Mega! Hier vorne ist jetzt einer der Punkte, wo so einmal im Jahr zwei verschiedene Arten von Schildkröten hinkommen und ihre Eier legen. Tulum bedeutet auf Maya Tarnmauer oder Festung. Die Maya-Stätte Tulum wurde zur Beobachtung des Sternenhimmels, insbesondere der Venus, errichtet. Auch der Maya-Kalender, das historische Kalendersystem der Maya, wurde hier erstellt. Doch wer sind überhaupt die Maya?
Die Maya sind unter anderem aufgrund ihrer hochentwickelten Kultur bekannt und eine Gruppe indigener Völker in Mittelamerika. Die Maya existieren noch heute und leben zum Beispiel im mexikanischen Teil von Yucatan. Für ihren hochentwickelten Kalender, den Anbau von Mais und ihre Mathematik sind die Maya berühmt. Wenn man sich die Ruine anschaut, dann ist das echt total der Wahnsinn. Wenn man sich einfach vorstellt, dass hier früher Menschen gelebt haben und Teile sind halt noch gut erhalten wie da hinter uns. Da fehlt nur das Dach oder da oben vor allem. Obwohl, ne, sieht man gar nicht dahinter noch. Aber sonst ist hier auch schon eine ganze Menge ganz kaputt. Aber einfach die Tatsache, dass das Menschen wieder mit Hand gebaut haben, so riesen Steine. Ja, ist mega. So, total beeindruckend. Wir machen uns jetzt wieder auf dem Weg zum Ausgang und hier gibt es auf jeden Fall auch ganz viele Echsen. Da hinten. Ah, Daniel fotografiert oder filmt die auf jeden Fall. Und uns gefällt super gut hier. Vorne gibt es auch echt schöne Sitzmöglichkeiten, die sind so passend zu dem Tempel hier. Ja, das ist echt cool gemacht. Aber was mich begeistert, sind die ganzen Echsen, die Iguana, die finde ich so cool. Er hat das dicke Objektiv wieder, das Rohr dran gemacht. Das Rohr. Das Rohr, Leute. Was auch echt cool ist, hier diese ganzen Infotafeln. So muss es hier früher ausgesehen haben. Mhm. Das gebaut haben. Mitten im Urwald noch alles, ne? Wir haben jetzt noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Bei uns geht es jetzt zum Playa Paraíso, zum Paraíso Beach. Aber da vorne ist ein geiles Auto. Ich muss sagen, boah, der sieht das so sieht mega aus. Das sieht echt cool aus, jetzt auch hier mit den Palmenblättern. Ja. Mirko, falls du das Video siehst, das wäre dein Schätzchen, glaube ich. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free, win, win. War der Strand nicht mal geil oder geil? Das ist echt mega von den Stränden hier, muss man schon sagen, also echt top. Aber wir sind platt, also die Hitze, die knallt wieder ohne Ende, beziehungsweise die Sonne. Und eigentlich wollten wir jetzt noch die Maya-Ruinen in Coba mitnehmen, aber die lassen wir jetzt aus und fahren direkt nach Valladolid oder Valladolid zur Unterkunft. Ist nämlich auch schon spät geworden und wir könnten vielleicht mit Pech nur noch eine Dreiviertelstunde uns da aufhalten, also hetzen da, da haben wir dann auch keine Lust für den Eintritt. Und ja, vielleicht nehmen wir sie morgen mit, müssen wir mal schauen. Aber jetzt erstmal das Essen hier, unsere Waffeln. Und die Tacos, die sind echt gut, die Tacos, muss man sagen. Die sind auch gar nicht gesalzen, die sind nur, nur Natur, ne? Ja, echt gut. So, schon mal husten, bei 40 Grad oder so. Ja, und dann essen wir die jetzt und dann geht's weiter.
wir sind angekommen in unserer Unterkunft. Check-in ging auch ganz schnell. Und ja, wie immer die kleine Roomtour. Hier einmal das Badezimmer. Sieht gerade vom Licht her ein bisschen komisch aus. Aber in echt sieht es nicht so steril aus wie beim Zahnarzt. Wir haben Badewanne mit schönem Duschkopf wieder. Hier Schminkspiegel für die Frau. Föhn. Pflegeprodukte. Alles, was man braucht. Und hier ist der, hier ist der Hauptraum. So sieht's aus. Wie immer, ihr seid eingeladen. Wenn ihr gerade in der Nähe seid, zwei Betten. Das haben wir jetzt echt seit Kuba immer gehabt. Ja. Und hier vorne Möglichkeiten zum Abstellen. Ja, hier Schreibtisch, ein kleines Höckerchen drunter. Tränke, Spiegel, Fernseher, ein Schrank. Dann haben wir sogar, wie auch zuletzt immer, einen Ventilator und eine Klimaanlage. Die ist aber da genau. Und ja, ganz cool ist hier die Aussicht. Gucken, ob ich es mit einer Hand aufkriege. Ja. Direkt zum Pool hin. Da wird auch schon fleißig geplanscht. Erstmal schön die nackten Poolgäste. Nee, wir haben hier vorne so einen Mini-Balkon, aber ist ganz schön gemacht auf jeden Fall. Hier so in den Innenhof. Stimmt, da hinten, damit keine Blätter in den Pool fallen. Wenn euch auf den Topf einfällt, ihr müsst noch ein dringendes Gespräch führen. Kein Problem. Hatten wir auch noch nie Toilette und Telefon. Wir haben uns gerade erstmal auf so einen halb inoffiziellen Punkt hier vom Hotel geangelt, geschmuggelt. Ja, dafür können wir jetzt hier ein bisschen die Aussicht genießen, das ist eigentlich ganz cool. Und einfach so zu Kuba, der Unterschied, hier stehen wieder ganz moderne Autos rum, aber auch so richtig fette Karren wie da schon wieder. Aber das ist so ein Unterschied. Ist auch cool, aber irgendwie die kubanischen Autos vermisst man doch ein bisschen, muss ich schon sagen. Wir haben jetzt 7 Uhr und ja, wir gehen jetzt essen, bis auf die Chips und das Frühstück und die Kekse hatten wir heute noch nicht wirklich viel. Unser Hotel liegt direkt hier gegenüber von einem Park und da hinten ist eine mega coole Kirche. Ja, ist total zentral. Hier vorne ist unser Hotel jetzt und jetzt haben wir direkt das Restaurant vor der Tür. Mega genial. Ja. Wir gehen jetzt gut gesättigt ins Bett, zurück ins Hotel. Essen war echt toll. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Und ja, gute Nacht aus Mexiko. Ja. Ciao. Guckt euch das mal an. Wir haben tatsächlich doch ein Krokodil hier gefunden. Oh, das kommt ganz gut.